Wir brauchen Kontraste. Wir brauchen auch die Dinge, die wir nicht mögen, weil wir an denen erkennen können, was wir mögen und woran wir uns orientieren wollen. Denn das müssen wir alle erst herausfinden. Genau so aufgeregt wie jetzt war ich auch vor 32 Jahren. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mit meiner Mappe die Kunsthochschule betrete. Ich will mich für ein Kunststudium bewerben und das erste Mal meine Bilder zeigen. Als ich diesen Raum betrete, warten schon andere Studenten dort. Ein Mann in schwarzem Anzug, gelber Krawatte und einer grünen Becks-Bierflasche in der Hand steht mitten im Raum. Meine Güte, denke ich, das kann doch nicht sein. Ist das etwa der Professor? Und da fragt er auch schon: Wer will als Erster dran? Mutig trete ich vor und lege ihm meine Mappe auf den Tisch. Er öffnet sie, blättert flüchtig durch die 20 Arbeiten und sagt dann eher zu den anderen gewandt, also die hier wird es nicht schaffen. Hallo zusammen, mein Name ist Insa Hoffmann, ich bin freie Künstlerin. Ich unterrichte seit 15 Jahren Malerei. Ich habe 2 Online-Coaching-Programme für visuelle Gestaltung entwickelt und veröffentlicht. Ich habe in den 90er Jahren freie Kunst studiert und ich bin ausgebildete Kunsttherapeutin. Ich verkaufe erfolgreich meine Bilder und gehöre zu den erstaunlichen 2% aller Absolventen einer Kunsthochschule, die ohne ein zweites Einkommen von ihrer Kunst leben können. Manche Worte, kann ich dir sagen, haben echt Widerhaken. Aber den Worten dieser gelben Krawatte zum Trotz habe ich einiges geschafft. Vor ein paar Tagen erzählte mir eine Frau bei mir im Atelier unter Tränen, ihr Vater habe immer zu ihr gesagt, wenn er sie singen hörte, ich gehe mal eben in den Keller Schuhe putzen, bis du fertig bist. Boah, das hat mich wirklich ganz schön schockiert. So beginnen junge Menschen sich zu schämen für ihren ganz natürlichen Ausdruck. Was hast du gerne gemacht früher? Hast du gerne gesungen oder getanzt? Hast du gerne Geschichten erzählt oder Gedichte geschrieben oder gemalt, gezeichnet? Kannst du dich an den Moment erinnern, als du beschlossen hast, Kunst nicht für mich? Ich habe 2 linke Hände, ich habe 0 Talent. Bewertungen und Vergleiche und auch die schiere Nichtbeachtung unserer Werke können unsere Kreativität total lahmlegen. Manchmal ein Leben lang. Manche finden den Zugang, Gott sei Dank, später wieder. Allerdings manchmal durch Krankheiten oder Krisen oder noch viel später, wenn sie in Rente gehen. In der Kunst kannst du jederzeit den Zauber der Zeitlosigkeit erleben, dort, wo deine Seele zu Hause ist. Ich glaube, solange wir diesem inneren Bedürfnis nach Ausdruck keinen Raum geben, bleibt irgendetwas in uns ganz unerfüllt. Aber was ist Kunst? Was ist Kunst für dich? Die Meinungen gehen ja auseinander. Ist Kunst ein oberflächlicher Luxus? Ist es einfach eine nette Freizeitbeschäftigung, ein Prestigeobjekt, eine Wertanlage für Reiche? Oder ist Kunst Religionsersatz, Selbsttherapie oder einfach nur Home-Dekor? Die Kunst begleitet den Menschen schon seit Anbeginn aller Zeiten. Schon unsere Vorfahren hinterließen in den Höhlen ihre Handabdrücke und sie zeichneten mit absolut naturalistischer Genauigkeit Abbilder von den Tieren, mit denen sie lebten. Die Kunst sitzt den Menschen förmlich in den Genen. Es gibt keine Zeit und auch kein Volk, was keine Kunst hervorgebracht hätte. Für mich ist die Kunst großartig, weil wirklich alles und jeder darin genug Platz hat. Alle Gefühle können darin zum Ausdruck kommen, die schönen, aber auch die schweren. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich täte ohne die Kunst. Aber der Weg von der ersten Begegnung mit dieser gelben Krawatte bis heute, der war nicht immer einfach. Ich kann dir sagen, es war manchmal ganz schön eine Achterbahnfahrt und davon möchte ich dir gerne heute etwas erzählen. Wie manche Samen erst durch ein Feuer geöffnet werden, brauchte auch ich ein paar tiefe Momente, um mich zu öffnen. Weißt du, die Malerei
ist eine perfekte Analogie fürs Leben. Man könnte sagen, so wie du malst, so lebst du. Zum Beispiel malen nach Zahlen, ja, das ist das Auffüllen von vorgefertigten Flächen mit vorgefertigter Farbe. Das schenkt einem total viel Sicherheit und Stabilität und Ruhe und Kontrolle. Malen im Geiste der Tradition schenkt dir ein solides Fundament, auf das du dich stützen kannst. Und Malen als Rebellion wirft alles über Bord und stellt alles in Frage. So wie deine Erfahrungen im Leben langsam zu deiner Geschichte werden, so wird aus den Schichten an Farbe im Bild dein Hintergrund. Es gibt nämlich keinen Vordergrund ohne einen Hintergrund. Und die übermalten Stellen, weißt du, da, wo du dich mal korrigieren musstest, wo du mal was übermalen musstest, die bilden im Laufe der Zeit faszinierende Texturen. In der Malerei nennt man sie das Pentimento, das heißt Reue. Und auch Erkenntnisse wachsen auf einem Hintergrund. Denn eine Erkenntnis ist wie ein Licht, das dir aufgeht, wenn du lange im Dunkeln herumgetappt bist. Wir sagen ja auch, mir dämmert es langsam, wenn wir was begreifen. Und auch so eine Erkenntnis wächst, strahlt heller auf einem dunkleren Hintergrund. Und das ist in der Kunst so wie im Leben. Ich möchte mit dir heute drei Erkenntnisse teilen, die mir geholfen haben, meinen Weg als Künstlerin zu meistern. Würdest du sie dir einfach auf drei Post-its Sticker schreiben und an den Spiegel kleben, ja? Dann stünden darauf nur drei ganz einfache Aussagen. Höre auf dich, schneller scheitern und liebe den Kontrast. Diese drei Erkenntnisse haben mir geholfen, immer wieder Gefühle tiefer Entmutigung zu überwinden und letztendlich meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. Ich glaube, in dir steckt auch ein Künstler, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Du brauchst eigentlich nur die Bildfläche zu berühren und schon öffnet sich eine ganz neue Welt in dir. Aber lass mich jetzt erstmal den Hintergrund malen. Beginnen wir doch jetzt einfach mal mit Rot. Rot, das steht für meinen jugendlichen Eifer, für den Idealismus der ersten Stunde, für den Aufbruch in die weite Welt. Bella Italia. Als ich 17 war, war ich das erste Mal in Italien auf einer Kunstschule und durfte den ganzen Tag malen und zeichnen. Das war der Himmel auf Erden für mich. Ich wurde förmlich von der Muse geküsst und wusste, ich will Künstlerin werden. Es gab mir unglaublich viel Selbstbewusstsein zu wissen, was ich wollte. Und als das später mit meiner Bewerbung an einer deutschen Kunsthochschule nicht klappte, ging ich wieder zurück nach Bella Italia. Dort wohnte ich 4 Jahre lang am Rande des Apennin und besuchte die altehrwürdige Accademia di Belle Arti von Bologna. Du musst dir vorstellen, dieses Gebäude ist eine alte, ehemalige Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Und der Hörsaal war der Kirchenraum mit einem riesigen Deckengewölbe, Marmorfußboden und klassischen Statuen in den Nischen. Das war wirklich ein erhebendes Gefühl, dort zu studieren. Den Kopf immer noch voller Ideale, begann aber dann nach dem Studium das, was die Erwachsenen den Ernst des Lebens nennen. Wie sollte ich jetzt bitte schön mein Geld verdienen mit der Malerei? Mama mia, ich sag dir, da legten sich die ersten dunklen Schleier über dieses Rot und dämpften diese Strahlkraft. Die Kunst war mir heilig, aber der Kunstbetrieb da draußen, diese Selbstvermarktung, das war mir total fremd. Ich fühlte mich fremd in dieser Welt. Und plötzlich sehnte ich mich nach etwas Sicherheit und Stabilität, nach etwas Malen nach Zahlen. Ein Bürojob bot sich an, ich verschenkte tatsächlich alle meine Malsachen und hängte die Kunst für die nächsten 5 Jahre an den Nagel. Ich versuchte, regelrecht sie mir wegzutrainieren oder abzugewöhnen. Aber das funktionierte natürlich nicht. Irgendwann fühlte ich mich wie so eine Ertrinkende, die nach Luft schnappt. Gott sei Dank kriegte ich noch mal die Kurve und wagte einen Neustart in meine Selbstständigkeit. Diese Kritiker, ja, die kennst du doch auch, oder? Gut. Stell dir die jetzt mal als Hintergrund vor für meine erste Erkenntnis. Vom Strahlen des
Am Anfang. Am Anfang hatten wir dieses strahlende, wunderschöne Rot. Und dann kamen diese Schleier darüber, diese Nebelschwaden und plötzlich diese Querschläger. Diese Querschläger, das sind die, die dir immer den Daumen runter zeigen, egal was du machst. Und vor allen Dingen, wenn du was Neues anfängst, wenn du was Mutiges machen willst, dann kommen die. Genau. Und im O-Ton, weißt du, sagen sie immer alle dasselbe. Das kannst du nicht, das bist du nicht, das schaffst du nicht. Für mich waren sie wie so ein lästiger Fliegenschwarm, der immer mit mir mitfliegt und den ich nicht abschütteln konnte. Und einmal war ich mal wieder unterwegs und hatte so einen Fliegenschwarm um mich rum und konnte ihn nicht abschütteln. Und da hörte ich plötzlich eine andere Stimme in mir. Ich konnte sie ganz klar unterscheiden von diesen Miesmachern. Diese innere Stimme, die sagte plötzlich: Insa, lass es nicht zu, dass sich jemals wieder etwas zwischen uns stellt. Es gibt nur dich und mich. Da war sie, die innere Stimme. Ich konnte sie plötzlich ganz deutlich hören. Und da entschloss ich mich das erste Mal in meinem Leben, ganz bewusst, ich würde dieser Stimme jetzt vertrauen und ihr folgen, auch wenn es damals noch keine Beweise gab, dass mein Unterfangen, mein Plan einen Erfolg haben würde. Da ist er, der erste Post-it-Sticker. Höre auf dich. Wenn du diese Stimme in dir vernimmst, höre auf sie und folge ihr. Dann wird sich ein Weg bahnen, wo vorher keiner war. Und wenn dich mal wieder so ein Fliegenschwarm plagt und nervt, dann empfehle ich dir Folgendes. Bewege deinen Körper, geh in die Aktion und schaffe etwas mit deinen Händen. Aber deiner inneren Stimme zu folgen heißt noch lange nicht, dass ein roter Teppich vor dir ausgerollt wird und du auf Wolke 7 durchs Leben gleitest. Leider nicht. Es ist nicht plötzlich alles easy peasy. Es beginnt einfach die Arbeit. Ich hatte zwar Ja gesagt, aber ein langer Weg lag noch vor mir. Manchmal fühlte ich mich wie in einer Zwangsjacke aus meinen hohen ästhetischen Ansprüchen, die ich hatte, meinen realen Fähigkeiten und dann dieser Angst zu versagen, dieser Angst abgelehnt zu werden. Ich wusste, wie gute Kunst aussieht, glaub mir. Aber dann schaute ich auf meine Bilder und konnte darin die Schönheit noch nicht sehen. Das waren Momente, wo ich mich wirklich überwinden musste, weiterzumachen. Am Anfang konnte ich mir Wohnen und Arbeiten nicht beides gleichzeitig leisten. Und da zog ich in mein Atelier und lebte einige Jahre unter ziemlich spartanischen Bedingungen in diesem Atelier. Ich hatte die Kunst ganz zu meinem Leben gemacht. Und das machte sich bezahlt. Meine Arbeit brachte Früchte. Immer mehr Menschen wurden auf meine Kunst aufmerksam, kauften sie. Und immer mehr Menschen buchten auch meine Kurse, die ich anbot. Was mich diese Jahre lehrten, war, den Prozess mehr zu lieben als das Ergebnis und mich diesem Prozess ganz hinzugeben. Deswegen steht auf meinem zweiten Post-it-Sticker schneller scheitern. Ich liebe dieses Wortspiel, weil es diese Angst vor dem Scheitern, die uns so in den Knochen sitzt, bei den Hörnern packt und ins Gegenteil verkehrt. Es ist ein kleines bisschen wie so eine paradoxe Intervention in der Therapie, weißt du? Genau das zu tun, wovor wir Angst haben. Man sagt in der Malerei, du musst erst die 1000 schlechten Bilder malen, dann kommen die guten automatisch. Okay, sagte ich mir, dann fange ich am besten gleich an. Anstatt immer nur das zu sehen, was an meinen Bildern noch nicht stimmte, lernte ich jetzt, meine Fortschritte zu feiern. Und dabei half mir ein ganz neues Mantra. Ich sagte nämlich zu mir selbst, ich liebe den Prozess, eine gute Künstlerin zu werden. Darin war beides eingeschlossen, sowohl der Weg als auch das Ziel. Und das fühlte sich richtig gut an für mich. Und dann hatte ich meine Erleuchtung. Hast du dir schon mal überlegt, warum eigentlich Schwarz-Weiß-Fotos so realistisch aussehen? Denen fehlt doch eigentlich die Farbe. Wie kann das sein? Das liegt an den Tonwerten. Denn die Essenz des Lichts liegt in den Tonwerten. Ich habe immer schon gerne Bilder mit richtig schön viel Tiefenwirkung gemalt. Und plötzlich gelang es mir regelrecht, das Licht anzuknipsen in meinen Bildern. Pling machte es und mit einem Mal wurden sie sichtbar. Sie traten in den Vordergrund und sie verkauften sich plötzlich auch besser.
Warum? Schau dich doch einfach mal um in dem Raum, wo du gerade bist. Alles, was du dort unterscheiden kannst, siehst du, weil helle und dunkle Flächen aneinanderstoßen. So einfach. Ohne diese Hell-Dunkel-Kontraste würdest du komplett die Orientierung im Raum verlieren. Will ein Maler jetzt ein Objekt im Raum darstellen, ja, oder Räumlichkeit darstellen, dann muss auch der Maler einfach nur helle und dunkle Flächen so aneinandersetzen. Und er muss Licht und Schatten voneinander trennen. Und auf der Palette muss er die dunklen von den hellen Farben unterscheiden. Getrennt halten. Denn sonst gibt es dort Wischiwaschi, Einheitsbrei. Du hast das ganz gewiss auch schon mal bei deinen Fotos gemacht. Du hast einfach die Kontraste hochgeregelt und plötzlich sah das Bild so viel prickelnder aus. Das Irre ist jetzt, du kannst das auch auf dein Leben anwenden. Denn auch du fühlst dich so viel prickelnder, wenn es um Kontraste geht, an den Schnittstellen zwischen einem und dem anderen Zustand. Da fühlst du dich extrem lebendig. Wenn du viel gearbeitet hast, dann sind die ersten Urlaubstage besonders intensiv. Wenn du gerannt bist, genießt du es, dich auf die Couch zu setzen. Und nach Regenwettertagen strahlt der Himmel umso blauer. Wir fühlen uns mehr durch die Kontraste. Im Gegensatz dazu allerdings verlieren wir an Strahlkraft, wenn wir uns zu viel anpassen. Wenn wir mehr Jein als Nein sagen, wenn wir es anderen recht machen wollen, ohne uns selber dabei zu gefallen. Wir verlieren auch an Strahlkraft, wenn wir unser kreatives Potenzial zurückhalten. Wenn wir zum Beispiel in Beziehungen verweilen, die uns einfach nicht länger gut tun, wenn wir nicht zeigen, wer wir sind, dann sind wir nämlich Wischiwaschi. Ich fühlte mich plötzlich so lebendig, weil ich hatte zu lange unter einer Glocke gelebt. Und immer, wenn ich heute mal nicht genau weiß, wo es lang geht, frage ich mich immer, ist das eine Helligkeit oder ist das eine Dunkelheit? Wie bei dieser klitzekleinen Amöbe, die sich ganz automatisch nach dem Licht orientiert. Wir brauchen Kontraste. Wir brauchen auch die Dinge, die wir nicht mögen, weil wir an denen erkennen können, was wir mögen und woran wir uns orientieren wollen. Denn das müssen wir alle erst herausfinden. Deswegen steht auf meinem dritten Post-it-Sticker, liebe den Kontrast. Die Mystiker nennen sie die Stimme der Stille. Es ist die Instanz in dir, die es immer gut mit dir meint. Sie erinnert dich an deine Großartigkeit, egal wie klein du dich gerade fühlst. Sie fordert dich aber auch auf, deine Herzenswünsche zu verfolgen. Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, es zu tun, beginne es jetzt. Ja, auch das Scheitern gehört dazu. Egal, konzentriere dich einfach auf dein Erlebnis und mache aus deinem kreativen Prozess eine spannende, freudige, abenteuerliche Entdeckungsreise zu dir selbst. Genieße es, auf dem Weg zu sein. Und das mit den Kontrasten, das ist ganz leicht. Nimm einfach mit all deinen Sinnen die gegensätzlichen Kontraste des Lebens wahr und wähle aus, was dein Herz zum Singen bringt, was dich glücklich macht. So knippst du das Licht in deinem Bild an. Und egal, was auf deiner Leinwand jetzt schon drauf ist, wie viel Schichten, wie viel Texturen, wie viel Pentimenti, du entscheidest jetzt, wie es weitergeht. Schau dein Bild an. Ist es dir vielleicht zu chaotisch? Dann bring einfach etwas Ruhe rein. Ist es dir vielleicht zu strukturiert, zu eng? Dann lass die Farbe etwas mehr fließen. Langweilst du dich? Hey, dann wag einfach mal eine große Geste. Experimentiere mit den Kontrasten. Nimm dir die Freiheit, wieder zu spielen wie früher, als du ein Kind warst. Dort sitzt deine ganze Kreativität. Dein ganzes Leben zu verändern, ja, das ist wirklich eine große Nummer. Aber weißt du, das Bild, das kannst du ganz einfach mit ein paar Pinselstrichen in eine ganz neue Richtung bringen. Du malst zwar mit ein paar Pinseln und ein bisschen Farbe, aber eigentlich malst du mit deinem Gefühl. Und das, was du an Gefühlen freisetzt, während du malst, ja, das fließt direkt wieder in dein Leben zurück. Und das, sage ich dir, das ist die Magie der Kunst.
Kannst du dich noch erinnern an das Bild vom Anfang mit der Höhlenmalerei? Ist es nicht bemerkenswert, dass wir nach Abertausenden von Jahren immer noch Handabdrücke von realen Menschen sehen, die damals gelebt haben, so wie du und ich jetzt? Mich bringt das zum Erschauern. Und am Ende meiner leidenschaftlichen Ode an die Kunst möchte ich dir eine kleine Frage mitgeben. Welchen Handabdruck möchtest du hinterlassen?